Ich bin Jasmin und ich möchte dir in diesem Video zeigen, wie du in Procreate ganz schnell eine bestimmte Ebene aufrufen kannst. Ich habe auf meiner fertigen Illustration diesen blauen Strich hier entdeckt, der da gar nicht hingehört. Jetzt ist die Frage, wie kann ich diese Ebene schnell finden, wenn ich schon so viele Ebenen verwendet habe und gar keinen Überblick mehr habe? Dafür gibt es einen kleinen Trick, und zwar gehst du hier auf das Werkzeugtool, dann auf Einstellungen und auf Gestensteuerung. Hier wählst du bitte die Ebenenauswahl an und dann auf Berühren. Du kannst auch eine der anderen Möglichkeiten hier aussuchen, aber ich finde diese hier am einfachsten und dann gehst du auf Fertig. Wenn du den blauen Strich dann zum Beispiel berührst, dann wird dir direkt angezeigt, auf welcher Ebene sie sich befindet und diese wird auch schon ausgewählt. Das heißt, dieser Strich hier ist auf der Ebene 4. Ich kann ihn jetzt also zum Beispiel mit einem Radierer entfernen. Und dann habe ich auf der Ebene wieder nur noch das, was auch wirklich drauf sein soll. Wenn du alles über das Malen mit der Procreate App lernen möchtest, dann guck in die Videobeschreibung. Da ist nämlich unser Procreate Basics Kurs verlinkt. In dem zeige ich dir alle Tipps und Tricks, die du für den Einstieg in die digitale Malerei gebrauchen kannst.